mit der Klasse 6. Stefan Scharfenberg und ich meine dann ja, da muss ich noch mal gucken, wer ist jetzt Dritter? Dahinter haben wir dann den Danny Rickling mit seinem Audi TT. Beim Audi von Herrn Niedrich. Nach der Schikane kann er sich seine Teile wieder abholen. So, die Scharfenbergs holen sich den Aufsieg.